Machen es ganz kurz, manchmal ändert sich einiges. Wir haben das große Glück heute, dass jemand, der in Bosnien geboren ist und der vor 31 Jahren in unser Land kam, um medizinisch zu helfen als Krankenschwester, jetzt bald ein Arbeitsverbot hat, gestern schon in Greifswald sprach und jetzt auf diese Bühne mit einem großen Applaus kommt. Herzlich willkommen. Ein junger Mensch aus Bosnien, der sich selber vorstellt. Oh, jetzt habe ich Herzklopfen. Hallo ihr Lieben, ich heiße Lazarka, mit Nachnamen hieß ich früher Babic. Ich komme aus einem Land, das hat er jetzt hier vorweggenommen, aber das Land gibt es nicht mehr. Jugoslawien, das Land war nicht demokratisch, so wie euers hier. So habe ich mich gleichzeitig mit euch in die Demokratie gerettet. In der Demokratie gibt es etwas, was sich Meinungsfreiheit nennt. Davon möchte ich heute Gebrauch machen. Danke, dass ihr bereit seid, mir zuzuhören. Ich werde aber auch zu der großen Mehrheit in dieser Gesellschaft sprechen. Ihr werdet euch wahrscheinlich mehr in mir finden, als in denen, an die ich mich heute wende. Ich bin Krankenschwester. Ich bin der Held von gestern. Für mich haben im ganzen Land die Glocken geläutet. Heute bin ich eine ungeimpfte Krankenschwester, ein Problem sozusagen. Meine Ausbildung habe ich in Jugoslawien gemacht. Ich möchte kurz daran erinnern, dass sich Deutschland damals unter den Sozialdemokraten und Grünen unter Pazifisten am Zerstören, Zerbomben meiner Heimat eines souveränen Staates beteiligt hat. Eine kleine Entschuldigung gab es viele Jahre später in einem ganz kleinen Artikel in einer großen deutschen Zeitung. Hat kaum einer wahrgenommen. Also 1991, kurz vor Beginn des Krieges in meiner Heimat, kam ich nach Deutschland. Hier gab es sogenannten Pflegenotstand. Das war eine der ersten Vokabeln, die ich gelernt habe. Die ersten 11 Jahre verbrachte ich in München. Aus privaten Gründen wechselte ich nach Greifswald, wo ich seit vielen Jahren als Krankenschwester tätig bin. Ich arbeite in Teilzeit, sehr wenig. Anfang letzten Jahres, als die Impfung gerade kam, es gab ja nicht gleich Impfstoff für das medizinische Personal, zuerst wurden 80, 90-Jährige, sogar eine 101-Jährige geimpft. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mich freiwillig gemeldet, auf der Intensivstation zu arbeiten. Ich wäre bereit, auch mehr Stunden zu arbeiten. Einen Tag war ich auf der Intensivstation, am zweiten Tag wurde ich in meine Abteilung zurückgeschickt. Es besteht kein Bedarf, es gibt genug Helfer. Ja, Gott sei Dank. Vor drei Wochen, nach etwa 31 Jahren meines als Krankenschwester-Daseins, ausgenommen ein paar Lücken für die Kinder und Sonstiges, bekam ich einen Brief vom Gesundheitsamt, Landrat steht obendrauf, indem ich aufgefordert werde, innerhalb von 14 Tagen nachzuweisen, dass ich vollständig geimpft, genesen, mich im ersten Drittel einer Schwangerschaft befinde, sehr lustig, oder eine Kontraindikation für die Impfung habe. Sonst, ich zitiere, eine nicht fristgemäße Vorlage eines der oben genannten Nachweise wird zur Eröffnung eines Verwaltungsverfahrens führen und kann überdies als Ordnungswidrigkeit mit einem fettgedruckt Bußgeld von bis zu 2.500 Euro geahndet werden. Auch ist darauf aufmerksam zu machen, dass am Ende dieses Verwaltungsverfahrens eine, wieder fettgedruckt, Betretungs- oder Tätigkeitsuntersagung als mögliche Rechtsfolge drohen kann. Ganz viele neue Vokabeln musste ich noch lernen.
Sogar auch dieses Schreiben bekam ich von einer Freundin zum wiederholten Male die Aufforderung, die Gesellschaft zu verstehen, die Ängste der Menschen. Liebe Gesellschaft, ich verstehe dich. Es ist die Angst, dass dich lähmt. Unsere Urangst, Angst vor dem eigenen Tod, Angst vor Verlust unserer Lieben. Die Angst treibt uns immer. Aber wir müssen lernen, mit unseren Ängsten umzugehen. Und jetzt haben wir die Chance. Wir müssen aus dieser Starre rauskommen. Sonst werden wir zu einer Gesellschaft, in der Hass, Diskriminierung, Ignoranz die Oberhand nehmen. Sonst passieren Dinge, die wir unseren Kindern später nicht mehr erklären können. Wir werden zu Tätern, Mitläufern, Ignoranten, ja, zu Zombies werden wir. Und was hast du noch zu verlieren? Du bist gerade im Begriff, das Wichtigste, das Wertvollste, das Schönste, das Erhabenste zu verlieren, die Freiheit. Bloß wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon. Für einen ist Freiheit, sich einen kleinen Pieks zu geben, um wieder shoppen gehen zu dürfen oder eine Kreuzfahrt machen zu können oder noch eine. Für mich heißt Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele mache. Und es kommt noch etwas dazu, noch ein Problem. Der Mensch gibt nicht so gerne seine Fehler zu. Beziehungsweise der Mensch gibt nicht so gerne zu, dass er sich geirrt hat. Besonders nicht der Mensch, der sich in der Politik verirrt hat. So mit dem Gesetz für die berufsbezogene Impfpflicht. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt, wir haben Erfahrungen gesammelt, es gibt Erkenntnisse. Wer ist noch davon überzeugt, dass diese Impfung unsere Rettung ist? Liebe Kollegen, liebe ärztliche Kollegen, überprüft euch. Und nein, ich werde keine Strafe bezahlen, keinen einzigen Euro. Liebe Gesellschaft, du wirst deine Krankenschwestern unschuldig in den Knast setzen müssen, wenn du noch nicht bereit bist, diesen Irrweg zu verlassen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch einer Krankenschwester. Ich bin vor allem ein Mensch. Krankenschwester ist nur eine meiner Identifikationen. Ich bin Tochter, Schwester, Nachbarin, Mutter, manchmal Liebhaberin und eben auch manchmal Krankenschwester. Aber ich bin ich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lehrte uns Jesus. Die Voraussetzung ist, dass ich mich selbst liebe. Nein, liebe pflegebedürftige Bevölkerung, ich kann dich nicht über mich stellen. Ich will mich nicht selbst verletzen. Ich werde wohl meinen Beruf als Krankenschwester verlieren, aber ich bin mir sicher, es wird weitergehen. Ich habe etwas, was sich Gottvertrauen nennt. Es wird alles gut. Fürchte dich nicht, steht 365 Mal in der Bibel. Ich fürchte mich nicht. Und ich bin mir sicher, liebe Gesellschaft, ich werde dir weiter dienen, auf irgendeine Weise, denn ich kann nicht anders.
Vielen Dank. Alles Liebe euch.